Moin Leute, in der Vorlesung hattet ihr jetzt Jacobi-Matrizen. Die sind auch ziemlich wichtig. Wir rechnen mal ein Beispiel durch, wie man sie berechnen kann. Okay, wie berechnet man jetzt eigentlich eine Jacobi-Matrix? Wir gehen mal mit einem Beispiel los, das erst einmal eindimensionalen Zielraum hat. Das heißt, wir gucken uns einfach mal f von r Quadrat nach r an und wir schicken x y auf xy zum Quadrat minus y hoch 3. So, was sehen wir da drin? Wir haben zwei Variablen, nach denen wir ableiten könnten. Das heißt, wir könnten einmal nach x ableiten. Dabei würden wir so tun, als wäre y fest, also einfach irgendwie zum Beispiel 2. Oder wir leiten nach y ab und tun so, als wäre x zum Beispiel gerade der Wert 3. Das heißt, wir können bestimmen, die Ableitung von f nach x, was immer noch eine Funktion sein wird, deswegen hat es immer noch Argumente. Das ist im ersten Teil ist x einfach einmal drin, das heißt y Quadrat bleibt da. Und hinten haben wir stehen minus y hoch 3, also es wäre ungefähr, als würde jetzt da stehen minus 1 abgeleitet nach x ist einfach 0. Wir können jetzt aber auch einfach nach y ableiten. Dann wäre das hier. Gucken wir den ersten Teil an, der nach y abgeleitet ist, einfach 2y mal x. Und der hintere Teil hat gar nichts mit x, das ist einfach minus y hoch 3 abgeleitet. Da ist nicht schwer, minus 3y zum Quadrat. Okay, und wie sieht jetzt nochmal die Jacobi-Matrix aus? Die sieht einfach so aus, das ist df an der Stelle xy. Und die ist einfach jetzt bei der Funktion f y Quadrat 2xy minus 3y zum Quadrat. Warum ist das so? Das hier ist einfach df nach dx. Und das hier ist df nach dy. Und wenn ihr euch die Definition anguckt, dann wäre das hier quasi x1 und x2 wäre y. Und wir hätten nur eine Komponentenfunktion, da wäre f gleich f1. Sehen wir einfach daran, dass wir hier einfach nur eine Komponente im Wertebereich haben. Okay, sieht ein bisschen komisch aus, dass es eine Matrix ist. Wir schreiben es auch meistens bei solchen Funktionen ein bisschen anders auf. Wir schreiben dann nämlich den Gradienten von f auf. Und der ist eigentlich das gleiche, außer dass wir ihn hier aufstellen. Das ist der einzige Unterschied. Gilt aber jetzt nur für Funktionen in die reellen Zahlen rein. Okay, nun was passiert jetzt halt wirklich, wenn wir mal eine richtige Jacobi-Matrix haben wollen? Das heißt, wir haben im Zielraum irgendwie ebenfalls eine höhere Dimension. Also gucken wir uns da mal ein anderes Beispiel an. Wir gucken uns jetzt mal einfach das Beispiel g an, das aus dem r hoch 2 in den r hoch 3 geht, damit man gleich die Dimension ein bisschen besser sieht. Okay, und wir schicken xy auf. In der ersten Komponente übernehmen wir das, was wir gerade hatten in f, xy zum Quadrat minus y hoch 3. In der zweiten Komponente nutzen wir Cosinus xy. Und in der dritten schreiben wir den Logarithmus von 1 plus x zum Quadrat. Okay, was machen wir? Wir leiten einfach komponentenweise ab. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir bislang immer gemacht haben. Das heißt, wir gucken uns diese Komponente an, leiten sie einmal nach x und dann einmal nach y ab. Dann gucken wir uns diese hier an und leiten sie einmal nach x und y ab. Und dann gucken wir uns die letzte an und leiten sie ebenfalls einmal nach x und y ab. Okay.
Und das heißt zum Beispiel für uns, wir schreiben es mal so auf, leiten wir g nach x ab, dann machen wir das ja einfach komponentenweise. Das heißt, wir haben das eigentlich genauso wie das f' bei den Kurven. Okay, das erste haben wir gerade ausgerechnet, das ist einfach y zu Quadrat. Das zweite, innere Ableitung ist ja jetzt, wenn wir nach x ableiten, einfach y. Äußere Ableitung, die Ableitung von Cosinus ist der Minus Sinus, deswegen kommt hier raus, das ist Minus y mal Sinus. Und bei der äußeren Ableitung kommt das Innere komplett rein. Okay, Logarithmus von 1 plus x zum Quadrat, gleiches Vorgehen, wir leiten nach x ab. Das heißt, das Innere abgeleitet ist 2x. Und das Äußere abgeleitet, das ist der Logarithmus abgeleitet, ist 1 durch x. Das heißt, unten steht 1 durch 1 plus x zum Quadrat. Okay. Jetzt haben wir nur noch eine andere Variable. Das ist nämlich immer noch, wir können auch noch y ableiten. Das heißt, wir gucken uns das hier einmal an. Okay, nach y abgeleitet, das obere hatten wir gerade gemacht. Das ist 2xy minus 3y zum Quadrat. Dann kommt Cosinus x mal y. Ist das gleiche Vorgehen, das wir hier auf der linken Seite haben. Außer, dass wir jetzt x und y tauschen. Also das heißt, innere Ableitung von xy ist dann halt, wenn wir nach y ableiten, einfach x. Cosinus abgeleitet ist der Minus Sinus. Und deswegen kommt das hier raus. Okay, und wenn wir jetzt Logarithmus 1 plus x zum Quadrat nach y ableiten, dann sehen wir auf jeden Fall, da drin ist kein y drin. Das heißt, das hier ist einfach für y auf jeden Fall einfach eine Konstante. Und Konstanten abgeleitet sind einfach 0. Und jetzt bauen wir uns einmal die Jacobi-Matrix. Das heißt, die g von xy ist jetzt. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass wir das Richtige in die richtigen Zeilen reinschreiben. Dass wir jetzt nicht Zeilen und Spalten vertauschen. Okay, und was kommt wohin? Wir schreiben in die erste Spalte dg nach dx. Und in die zweite Spalte schreiben wir dg nach dy. Das heißt, die Funktion, die Ableitung, die Jacobi-Matrix, die sieht so aus, dass sie hier erstmal dg nach dx sammelt, xy, und hier hinten einmal dg nach dy, xy. Okay, was sehen wir sonst noch? Wenn wir ein bisschen nach oben gucken und uns nochmal die Gradienten angucken. Y Quadrat 2xy minus 3y zum Quadrat. Und wir suchen es hier unten. Dann sehen wir, der steht hier in der Zeile. Gucken wir uns die zweite Komponente an. Die zweite Komponente war ja jetzt einfach Cosinus xy. Was ist die Ableitung nach x gewesen? Das war ja gerade einfach mal minus y sinus xy. Und die Ableitung von diesem Teil nach y war ja einfach minus x mal sinus xy. Und es steht auch wieder hier in einer Zeile. Das heißt, wir können es aufschreiben als wir schreiben hier den Gradient der ersten Komponente
Nur transponieren wir ihn, damit wir ihn in die Zeile legen können. Und das machen wir immer so weiter, bis wir jetzt hier halt am Ende angekommen sind. Das ist bei der dritten Komponente hier. Und der liegt halt einfach transponiert drin. Okay, und so einfach kann es gehen. Denn das hier ist einfach unsere Jacobi-Matrix. Also alles halb so schlimm. Kein großer Hokuspokus. Hier geht's zum nächsten Video. Bis nächste Woche. Ciao.